Und weiter geht es mit einer actiongeladenen Folge von Age of Mythology. Wir machen hier weiter. Wir müssen den Brunnen safen. Immer schön bewachen. Und nicht nur das, sondern wir müssen hier auch vorankommen. Wir gucken erstmal, dass wir alles produzieren, ja? Also Gold schon mal. Boom. Upgrade. Nahrung auch ganz wichtig. Ja, das hier auch. Warte mal. Wir machen erstmal Felder. Wir machen erstmal ganz entspannt Felder. Nee, so. Dann so ein Riese, warum nicht? Und nochmal ein paar Krieger. Also von hier unten sind wir schon mal safe. Skipan? Ja. Können wir trotzdem mal so eine Runde machen? Ob wir auch von hier verteidigen? Von den beiden Seiten? Ob wir Mauern bauen? Sehr gut. Den können wir eigentlich hier hinhauen. Wie haben wir denn hier? 8. Kommen die erstmal da drauf und ja. Würde ich sagen, so weit, so gut. Den Zwergen her. Hier. Okay. Tor, 10%. Wir müssen dann auf jeden Fall bald los. Ja, something. Würde ich sagen. Bauen wir schon mal eine Mauer hin. Und hier auch einmal, für den Fall der Fälle. Gold. Wir machen mal ein kleines Goldproblem, aber wir hauen jetzt erstmal noch mal ein paar hier auf Holz und so. Und danach machen wir ein paar Zwerge. Damit wir hier Nahrung und so alles ganz entspannt haben. Was brauchen wir denn hier für die Upgrades? Natürlich, klar. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Wir machen mal hier den Durchgang und hier den. Jetzt die Frage, müssen wir die Türme auch erstmal noch upgraden? Wahrscheinlich ja, ne? Okay, wenigstens schon mal etwas. Alright. Dann machen wir hier noch gleich eine Mauer. Aber erstmal, hier unten noch. Klar, machen wir erstmal unten noch einen. Oh, wir brauchen Häuser. Ja, warte mal. Das kann der Gute doch machen. Der hat ja eh nichts zu tun. Ja, komm, helf dir mal. Warum nicht? Okay, Holz gut, Nahrung gut. Dann Zwerge. Okay, schau mal Nachschub an Soldaten. Mauer können wir leider nicht pimpen. Das heißt, wir bräuchten unbedingt noch eine Schmiede. Oh, ja, super klar. Der Klassiker. Genau jetzt werden wir angegriffen, ne? Das ist ja wieder mal typisch. Ja, die Armee ist leider noch ein bisschen zu klein. Aber immerhin schon mal ein bisschen hinbekommen. Ja.
Something. Okay. Wenigstens haben wir schon mal ein paar Türme. Alright. Die ballern hier schon alles fleißig weg. Wer ist da? Ja, Skipan. Ich will. Ja, ja. Wer ist da? Kann der alleine sammeln? Und die Zwerge müssen rein. Ja, Schacht. Ja, Schacht. Oh no. Okay. So weit, so gut, würde ich sagen. Das heißt, wir müssen bald auch ein paar Truppen da reinhauen. Ich könnte die drei auch schon mal rein. So. Okay, die Seite ist schon mal relativ safe. Dann sollen wir das selber auch einmal hier machen. Zack und zack. Sagen wir, es soll es eh noch nicht brauchen, passt es. So, Schmiede. Wir brauchen halt Unmengen an Gold, ne? Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Den können wir upgraden, dann haben wir nochmal ein paar hiervon hin. So, mal das Gebiet erkunden. Tilbuin, something. Yer will. Ski, yau. Oh. Tilbus, yer will. Tilbuin, yau, yer will. Okay. Yau. Yau, something. Etimos. Yau. Können ja hier. Ihr dürft mir nichts bauen, alles klar. Dann spielen wir erstmal so durch. Okay, da ist auch einer. Prozent sind schon weg vom Turm. Okay. Ah, das ist ja noch mehr Gold. Sehr gut. Wo ist denn der Dude? Hier. Okay, die Verteidigung sitzt. Dann würde ich sagen, könnt ihr auch schon mal dazu stoßen. Haben wir noch einen? Okay. Verteidigungsmäßig sollte das ja alles erstmal passen. Gut. Vielleicht nochmal mehr Zwerge nachhauen. Oh. Da müssen wir jetzt unbedingt aufpassen. Kommen bestimmt von da, oder? Hier sind aber ready, mehr oder weniger. Ach ja, Upgrade. Total vergessen. Ah, da kommen sie. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Nicht mit mir. Ist aber ganz schnell.
Alright, so weit, so gut. Okay, reichen jetzt Verteidigung? Ich weiß noch nicht. Ich bin mir da so ein bisschen unsicher. Wir können ja nochmal, was haben wir nicht gebaut, also. Den hier noch als Verteidigung und gleichzeitig als Dingens natürlich. Und dann einmal noch ein Handelsding. Zwerge noch. Ja. Den können wir jetzt nicht bauen, oder wie? Doch. Wollte schon sagen. Okay. Dann sollten wir so langsam los, glaube ich, ne? 30%. Okay, wir haben aber noch Zeit. Verteidigung ist auch erstmal kein Problem. Das heißt, wir haben hier erstmal auf jeden Fall Ruhe. Ja, ja, die müssen wir auch machen. Na super. Erstmal dahin und dann dahin. Okay, dann sollten wir jetzt bald auch ins nächste Zeitalter gehen, denke ich mal. Wo läuft der auf einmal hin? Reichen die als Verteidigung? Ich bin mir ein bisschen unsicher. Ich will nur die Zwerge haben. Ah. So, Häuser. Alles klar. Gut, teilen wir da mal auf. Durch, ihr bleibt hier. Alles klar. Dann würde ich sagen, verkaufen wir mal ein bisschen Holz, ne? Ja, super. Genau jetzt werden wir angegriffen. Und hier ist auch, klar. Genau zeitgleich. Okay, wir sollten auf jeden Fall eine kleine Verteidigungstruppe da lassen, für den Fall der Fälle, würde ich sagen. Was war das? Ach, das Tor, ja, natürlich. Okay. Also goldtechnisch sieht gerade ganz gut aus. Ich sagen, können wir schon mal ein bisschen los. Oh. Wir holen uns... Sollen wir uns Ragnarök gönnen? Ich meine, wir müssen dann eh... Ziehen wir einfach in den Krieg, ne? Gönnen wir uns. Diesmal gönnen wir uns Ragnarök. Da machen wir alle zum Kriegern. Ja,
Okay, die Verteidigungstruppe sollte reichen. Die verteidigen hier und ihr könnt dann erstmal angreifen. Obwohl, so viele sind das ja nicht, ne? Sollen wir eigentlich, sollen wir das schaffen? Eigentlich sieht das akzeptabel aus. Dann lassen wir die ohne Verteidigung hier. Kriegen wir schon irgendwie hin. Oder? Let's go. Wir haben ja noch den hier. Ja, das ist doch ein bisschen heftiger. Gut, dass wir die doch eingefroren haben. So, ganz schnell die Gruppe hier weghauen. Okay, abhauen, abhauen, abhauen. Ganz schnell abhauen. Oh, 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 oh. Okay, eigentlich könnten wir. Ragnarök machen, oder? Let's go. Machen wir einfach. Was soll's? Let's go. Alle rein hier. Ja, müssen wir auch nicht. Wir gehen jetzt angreifen. Verteidigung ist da. Und dann geht's los. Zwerge auch alle, ne? Ja. Ist klar, das ist eine große Armee. Das ist auf jeden Fall eine große Armee. Und goldtechnisch kein Problem. Gut. Der Angriff vorhin war, denke ich mal, ganz gut. Das sollte funktionieren. Wir haben den Großteil ausgelöscht. Die sind sogar geschwächt. Das sollen wir doch ohne Probleme hinkriegen, Leute. Verteidigung ist am Start, falls irgendwas kommen soll, aber... Wir haben sogar auch zwei Riesen. Komm, wir gehen erstmal da rein. Alles klar. Perfekt. Easy. Ja, das war doch auf jeden Fall eine easy Runde. Das haben wir ganz gut geschafft mit dem Brunnen. Und jetzt geht's weiter, wenn der endlich mal laden würde. Hallo?
Nicht, es ist abgeschmiert. Das wäre... Ich kann den Mauszeiger bewegen. Okay, gut. Das ist nicht gut. Das ist leider traurig. Gut, nächstes Szenario. Randa. Let's go. Geht alle in Deckung. Es kommt jemand. Chiron war ein großer Krieger. Wir werden sein Opfer nicht vergessen. Was machen wir jetzt? Moment, was ist das? Ihr, wie seid ihr hierher gekommen? Wir sind euch gefolgt. Warum seid ihr nicht einfach mit uns gekommen? Loki, er versucht uns zu täuschen. Unsere Mission ist zu wichtig, um Fremden zu vertrauen. Welche Mission? Bevor Gagarensis in den Norden kam, überlistete Loki Thor und zerschlug seinen Hammer. Ja, und wir haben den Auftrag bekommen, einen neuen zu machen. Ich muss den Griff aus einem Stück der Pfahlwurzel fertigen. Eitri hat den Hammerkopf. Wir sollen uns treffen. Und wenn Thor seinen Hammer hat, wird er das Tor versiegeln. Ja, darum sollen wir uns kümmern. Also. Kelpoin? Wenn wir Gold abbauen, um es an die Oberfläche zu schicken, werden wir durch den Brunnen Verstärkung erhalten. Okay. Müssen sie einmal umschauen. Da, hier lang. Tor. Wir müssen das Tor meiden. Der Feind ist zu stark für uns, um ihn zu bekämpfen. Gut, wir müssen erstmal die Zwerge beschützen. Optional schürfen sie Gold um Verstärkung an der Oberfläche, alles klar. Kriege ich vielleicht auch ein bisschen mehr Zwerge? Nee, ne? Okay, dann hackt man hier ordentlich, aber wozu dann Holz? Fallwurzel. Ah, okay. Also ich könnte jetzt... Ich gehe jetzt erstmal auf Gold, damit wir ein paar Leute kriegen. Sobald die hier das Holz geholt haben, dann haben wir das mit dem Hammer ready. Das heißt, wir müssen ja einfach ein bisschen ausharren. Aber wo ist der Brunnen? Der hat gesagt... Kommen die von hier? Soll das der Brunnen sein? Nee. Gold. Also hier ist überall ein bisschen Gold verteilt. Das könnte man rein theoretisch dann holen. Oh ja. Komm mal schön her. Wir müssen jetzt hier einfach klarkommen, ne? Können wir jetzt den Upgrade holen? Leider nicht. Okay. Wir müssen mal schauen wegen dem Brunnen, ne? Dass wir uns dann immer wieder heilen. Aber wie viel Gold kommen denn die nächsten Leute? Schaut mal da. Eitri ist da. Oh. Aber ich glaube, hier durch wäre nicht so eine gute Idee, ne? Wir müssen dann von hier oben durch. Skeet something. Sat. Das wäre sonst, glaube ich, nicht so schlau. Ja. Oh, oh, oh. Oh nein, die Zwerge. Oh, ich bin so ein Opfer. Zwerg gestorben, ne? Ja. Oh nein. Oh nein. Nein, der Zwerg.
Das wollte ich eigentlich vermeiden. Okay. Das ist jetzt leider ein bisschen blöd gelaufen mit den Zwergen. Naja, was soll man machen? Was soll man machen? Obwohl, kriegen wir auch ein paar Zwerge? Ja, auch sehr gut. Das ist schon mal gut. Optional retten sie die gefangenen Nordmänner. Oh. Können wir direkt nochmal so ein Goldding hinhauen? Okay, dann sind die hier auch ein bisschen schneller. Sehr gut, nochmal Verstärkung. Wo sind die Zwerge hier? Den Helden lassen wir hier. So, dann müssen wir überlegen, ob wir jetzt hier erstmal durchgehen oder erstmal hier verteidigen. Erstmal hier ein bisschen hochheilen. Wir können ja auch entgegenkommen, ne? Rein theoretisch. Aber wir müssen hier auch verteidigen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und noch mehr. Könnten wir doch vielleicht gleich splitten. Aber die können ja auch von hier wieder kommen, ne? Und warte mal, wenn wir hier rein dippen. Das heißt, da können wir auch bestimmt nochmal Leute ranholen, oder? Wir müssen da auf jeden Fall aufpassen. Da dürfen wir nicht zu leichtsinnig sein. Noch mehr. Das ist gut. Ja, dann können wir ein bisschen splitten. Dann sollte das kein Problem sein. Okay. Ja, das habe ich schon fast gedacht, dass von da Leute kommen werden. Ich glaube, dann kann ich zur Verstärkung kommen. Das sollte dann kein Problem sein. Was kommen da für Truppen? Alles klar. Ja, okay, dann. Noch besser. Sollte passen, oder? Das sollte doch passen. Und vielleicht hier einmal befreien. Oh. Oh, 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 oh. Okay, geht erstmal hier wieder zurück. Dann können wir gleich uns da oben ein bisschen Gold holen. Ihr könnt einmal hier nochmal Truppen rausholen. Alter, kommen wir aber ohne Ende Verstärkung, ne? Das heißt, Gold muss nichts mehr abbauen. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Oh.
Okay, das heißt, wir sollten jetzt hier ganz schnell Vollgas geben, ne? Da kommen wir von einer riesigen Armee. Ernsthaft? Warte mal, die können ja nichts mehr erwarten, haben die gesagt. Oh, die müssen ein bisschen aufhalten. Okay, let's go. Ihr müsst irgendwie das Opfer dienen. Oh, 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 oh. Nicht gut. Wo ist das Holzstück? Wo ist der Griff? Wir sind gerettet. Yo, something. Yo, Atraus. Kill, suck, something. Kill, Urus, yo, Atraus. Zwei Seiten ist ein bisschen blöd, aber... sind ja so gut wie da. Die halten hier noch auf. Oh nein, die kommen von beiden Seiten, ne? Hammer? Oh nein. Das ist ein Riesenproblem. Oh nein. Sind von beiden Seiten gekommen. Das wusste ich nicht. Das ist schlecht. Oh nein! Ernsthaft? Verdammt! Okay, können wir jetzt nicht machen. Okay. Na nun? Ach, ich wollte schon sagen. Knappe Kiste. Ich habe das voll vercheckt irgendwie. Das war eine knappe Kiste, Leute. Fast hätten wir es verschlüsselt. Aber nein. Natürlich nicht. Natürlich haben wir es gemeistert. Was habt ihr denn gedacht? Was habt ihr denn vom alten Ray erwartet? So, kannst du mal weitergehen? Rettung in letzter Sekunde. Alles klar.
Das war's auch mit der Folge, Leute. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder.